Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video von mir. Heute geht es um den Alvar Gold Blue Hawaii. Schnitt war eigentlich recht gut. Könnt ihr mal kurz sehen. Hier ist zwar mal ein etwas größeres Blättchen, das kann ich aber teilen, ja. Also es ging auf jeden Fall klar. Ja, Kopfbau blende ich euch mal eben ein. Ich rauche das Ganze im Hotshot der Tee, eigentlich wie in den letzten Videos auch. Wieder gut gefüllt das Ganze, Kaminhütchen rauf und drei Aluhankohlen. Und die Ginny Arabica Gold und den Hooker Brothers Schlauch, ja, da falle ich immer wieder drauf rein, auf den Hooker Brothers. Den habe ich mal wieder ausgekramt und ich würde sagen, wir kommen erstmal eben zum Geruch des Ganzen. Also Blue Hawaii ist ja ein Cocktail, bestehen aus Rum, Blue Curaçao, Ananassaft und Uno Momento und Cream of Coconut, ja. Also Ananas und Kokosnuss muss da auf jeden Fall drin sein. Nach dem Ganzen riecht es auch, ja. Dieser Blue Curaçao, so eine leichte, ich sag mal in Anführungsstrichen, Blaubeerennote kommt da noch durch. Das Ganze riecht relativ frisch, ja. Also im Geruch ist es schon mal gar nicht so abstoßend. Und ja, ich rauche das Ganze ungefähr seit 20 Minuten. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt machst du noch ein Video für Donnerstag und ja, kommen wir erstmal zum Rauch. Also der Rauch geht klar, ja, wie ihr seht. Ja, und wie schmeckt das Ganze? Ihr habt auf jeden Fall beim Einatmen, bleibt euch im Hals so eine leicht säuerliche Note von dieser Ananas, ja. Die schmeckt man auf jeden Fall raus, so leicht süß-säuerlich. Und die Kokosnussnote paart sich, sag ich mal, mit der Ananas. Ist ganz lecker, ja, auf jeden Fall nicht was für jeden Tag. Das kann man mal rauchen. Alvar Gold kostet 17,75, wenn mich nicht alles täuscht. Alvar Gold, ne? Also ein goldener Tabak. Ist meiner Meinung nach nicht so gerechtfertigt. Also er ist in Ordnung, ja, man kann ihn mal rauchen. Vielleicht legt euch das mal zu mit ein paar Kumpels oder so. Oder teilt euch das zu 2, zu 3, zu 4, zu 10, zu 20, wie auch immer, ja, dass vielleicht mal jeder einen Shot abkriegt. Aber ansonsten ist der nicht so geil. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, das Ganze habe ich von Brandon und Pascal bekommen. Lieben Gruß an euch beide und vielen Dank für den Shot. Also es gibt eine bedingte Kaufempfehlung, wenn ihr das Geld ausgeben wollt, könnt ihr den mal versuchen. Ich könnte den jetzt vielleicht so zweimal im Monat rauchen, ja, er haut mich jetzt nicht so weg. Rauchen tut er gut, aber es ist halt in meinen Augen ein bisschen zu teuer. Wie gesagt, der ist in Ordnung. Dann soll es auch wieder von mir gewesen sein. Etwas kürzeres Video, ja. Wir sehen uns am Sonntag wieder zu der Kommentiershow Frage den Schmitti. Ihr habt schon ordentlich reingeböllert, die Kommentare. Mal schauen, was jetzt noch die Tage kommt. Ich habe schon einige Fragen rausgesucht, die ich beantworten werde. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, ja, morgen ist Freitag, endlich frei, beziehungsweise Freitag noch bis um 12 und dann Wochenende. Und dann werde ich mich ransetzen an die Kommentiershow, die wird, denke ich, mal relativ aufwendig. Müssen wir mal schauen. Hier grölt das kleine Baby im Hausflur und in diesem Sinne bin ich raus, haut da rein, euer Shisha Schmidt. Peace.